Meine Damen und Herren, Nawal Bestron, Tamin Bauniski unterstützen den nun folgenden Kampf. Vielen Dank für die So, wir nähern uns den Main-Fights. Fahad Pavodi in der blauen Ecke hier rechts im Bild mit dem schwarzen Oberteil und der schwarzen Hose gegen Kamil Schirmasko. Ein Big-Klasse-Fight bis 69 Kilogramm, angesetzt auf 3 Runden nach 3 Minuten. Second Sound, betreue uns den Ring. Second Sound, please. Ja, beide Gegner gleich groß. Ringfrei zur ersten Runde. First Round. So, nochmal. Kamil mit den roten Boxhandschuhen und Fahd in den blauen. Ah, die rechte hat aber schon gesessen von Fahd. Der Wurf zugunsten von Kamil. Schöner Fußweger. Die Doppeldeckung von Kamil nicht wirklich dicht zusammen. Fahd schafft es immer wieder mit der rechten gestochen scharf durchzukommen. Linker Schwinger. Schöner Bodytreffer von Kamil. Schöner Ansatz, den linken High-Kick hochzuziehen von Fahd. Kommt aus dem Gleichgewicht. Schöner Bodytreffer. Eine Drehung zu viel. Kick von Kamil. Die Überlegung von Fahd gar nicht so übel, den linken Highkick anzusetzen. Die rechte zur Deckung von Kamil hängt zu weit unten. Auch hier zu sehen, der Kopf quasi ungeschützt. Jetzt mal ein bisschen höher genommen. Ja, das ist illegal. Der Kämpfer, der am Boden liegt, darf nicht geschlagen oder getreten werden. Da regt sich auch die Ecke zu Recht auf. Das war auch eine Drehung zu wenig. Entweder du ziehst es durch, machst den Spinning Back Kick, Spinning Back Fist oder lässt es. Vater wurde ebenfalls vom MTSF in Frankfurt. Kamil Schirmasko von den Freedom Fighters in Poznan. Second South, betreue aus dem Ring. Second South, please.
Qualify zur zweiten Runde, Second Round. Schön schnell geschaltet von Camille, der gesehen hat, dass Fahrrad mit dem Kopf ein bisschen nach unten ging. Wollte sofort den Left High Kick ansetzen. Intensiv geführter Kampf. Ich denke, die Zuschauer bis in der hintersten Reihe haben die Body Kicks gehört. Camille in der Rechtsauslage. Der versucht jetzt auch die Schlaghand entsprechend ins Ziel zu bringen. Und wieder die linke, nein, die rechte Hand von Camille zu tief. Ah, das ist gefährlich, wenn beide da durch den Ring durchfallen. Zum Glück ging es nicht zu tief ab. Ende der zweiten Runde. Ende Runde 2. Sehr intensiv geführter Kampf. Und hier in Niesky bekommen nicht nur die männlichen Fans was geboten von dem Nummerngirl, sondern auch ein männliches Model steht im Ring. Meine Kollegin nickt fleißig. Ich denke, sie ist ebenfalls begeistert. Seconds out, bitte aus dem Ring. Seconds out, please. Ladies and Gentlemen, und schon wieder sind wir in der dritten Runde. Und schon wieder fordere ich den Respekt und den Applaus ein für beide Kämpfer. Auf dem Weg in die dritte und letzte Runde. Ringfrei. Schöner Inside Low Kick. Dramatischer aus, als es dann vielleicht doch war. Ja, kurze Ermahnung, festhalten an den Ringseilen nicht erlaubt. Ja, das ist ja spektakulär.
Da wird auch mit den Ringseilen gearbeitet. Ja, das ist unsauber jetzt, was in der dritten Runde passiert. Schade eigentlich. Leichte Provokation dabei. Ende der dritten Runde, Ende des Kampfes. Ehrlich gesagt, könnte ich nicht werten. Ich bin gespannt, was die Punkterichter auf ihren Zetteln zu stehen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, geben Sie den Kämpfern den verdienten Applaus. Kamil Shimasko und Fahad Davoodi. So, die Lady mit den Pokalen steht bereit. Beide Kämpfer in die Ringmitte, es wird also die Sache verkündet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, diesmal waren sich die Judges gar nicht einig. Wir haben ein Rot vorne, ein Blau vorne, ein Unentschieden. Dementsprechend lautet das Urteil, wir haben einen Draw. Draw, somit Unentschieden, okay. Wie ich schon vermutet habe, schwer zu werten. War keiner in der Lage, dominant die Sache zu Ende zu führen. Freuen wir uns somit auf den nächsten Kampf.